Willkommen zurück. Genau, der nächste Tool geht eventuell in eine ähnliche Richtung wie der heute früh von Tim Dauer von Fulfillment Tools. Und zwar befassen wir uns gleich damit, wie das neue GCP Auto Cluster kleinere Teams die Entwicklung von komplexer Software ermöglicht und das auch noch schnell und flexibel. Dafür haben wir heute Kilian Mehringer, Informatiker und Gründer von Visuals 3D bei uns. Visuals 3D ist eine 3D-Visualisierungsagentur aus Wiesbaden, also direkt quasi unsere Nachbarn. Kilian hat viel Erfahrung im Bereich der SaaS-Entwicklung und erzählt uns jetzt etwas über die schnelle und skalierbare SaaS-Produkte im GCP Autopilot Cluster am Markt. Diese zu testen, sorry. Alles gut, hallo. Ja, hi. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Gehen wir direkt in die Präsentation, oder? Gemutet aber. Ja. Genau, wir starten direkt in die Präsentation. Okay, perfekt. Sehr schön. Ja, es freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen und ein bisschen was über mein Steckenpferd in der Cloud erzählen zu dürfen. Ich weiß nicht, wie technisch wir das hier machen möchten. Deswegen würde ich da am besten ein bisschen auf eure Stimmen setzen, dass wir dann vielleicht so in der Skala zwischen 1 bis 10 irgendwie ein bisschen einpendeln, wie technisch wir da tief reingehen möchten und ob wir es eher aus einer Management-Perspektive in Sachen agile Softwareentwicklung halten möchten. Aber das Thema soll erstmal darum gehen zu sagen, wenn wir jetzt die Google Cloud haben und die ganzen neuen Produkte, ich glaube seit einem halben Jahr oder sowas existiert jetzt eben dieses Autopilot-Cluster, was, wenn man eben große Software-as-a-Service-Produkte aufsetzen möchte, eine gute Alternative ist. Und da schauen wir heute mal, wo das zum Einsatz kommen kann, was da Vor- und Nachteile sind. Und vor allem schauen wir uns das anhand von einem Beispiel an, was ich mitgebracht habe. Aber als allererstes müssen wir jetzt durch den Part ich durch. Das heißt, wir müssen uns kurz mal anschauen, warum zur Hölle ich überhaupt hier bin und was abseits von meinem Informatikstudium mich dazu auch nur ansatzweise qualifiziert, da was erzählen zu können. Wir wissen ja alle, Studium ist ja schön und so weiter und so fort, aber produktive Software ist nochmal was ganz anderes. Deswegen habe ich heute ein bisschen Erfahrung mitgebracht aus mehreren Software-as-a-Service-Systemen, die ich aufgesetzt habe. Und das alles entweder in sehr kleinen Teams oder sogar größtenteils alleine. Und da kommt dann eben sowas wie ein Google Autopilot Cluster zum Einsatz, was es mir überhaupt ermöglicht, so viel Zeug gleichzeitig einzeln irgendwie zu managen und zu entwickeln. Wir haben ja einmal, wie schon erwähnt, haben wir die Visuals 3D Agentur. Das ist eine Produktvisualisierungsagentur, die ich seit 10 oder 8 Jahren mittlerweile habe. Bin da eben in der Produktvisualisierung tätig und da hängen 2 Software-as-a-Service-Produkte dran. Und um das rechte Visuals Product soll es heute gehen, denn das ist ein Produkt, was mit viel Autoscaling zu tun hat und dementsprechend perfekt geeignet ist, für dieses Projekt Autopilot Cluster zu verstehen. Und da kam das Ganze auch zum Einsatz. Als kleine Grundlage, um dann dieses Produkt zu verstehen und generell einmal zu wissen, was ich so mache, hier ein kleines Beispiel, virtuelle Welt, so fängt das dann an, wenn ich einen Auftrag annehme für eine Produktvisualisierung beispielsweise und irgendwann wird dann da sowas draus und das ist im Grunde mein Job, mehr oder weniger. Und den versuche ich mit Software halt, soweit es geht, zu unterstützen und eins dieser Softwareprodukte ist das, was eben in einem Google Cloud Pilotcluster gelegen hat und da soll es auch drum gehen, also die 3D-Visualisierung ist schön, das ist die Grundlage dafür, um die Rechenleistung zu haben, die dann autoskaliert werden muss. Aber eigentlich geht es ja um die Software, die wir hier uns anschauen möchten. Dementsprechend geht es auch direkt zum Produkt. Wir haben hier schon ein kleines Foreshadowing über die Softwarearchitektur. Da können wir dann genauer reingehen, wenn das von Interesse ist. Aber erstmal ein bisschen kleine Buzzwords und worum es so geht. Ich habe auch ein kleines Video mitgebracht, dann ist, glaube ich, sofort klar, was die Software macht. Im Grunde ist es das, was ich gerade eben gezeigt habe, diese Produktvisualisierung nur super vereinfacht und durchautomatisiert in der Cloud zur Verfügung zu stellen für kleinere Aufgaben und kleinere Änderungen an Modellen, dass ich das dann eben nicht selber machen muss und man sich viele E-Mails und Feedback-Zyklen für so Kleinigkeiten sparen kann. So. Das Ganze ist ein Software-as-a-Service-System in der Cloud zur Verfügung gestellt. Und wenn wir schon von Cloud reden, dann ist Microservices nicht weit. Das heißt, das Ganze ist aufgebaut in einer kleinen Microservice-Architektur. Da ist jetzt auch wieder die Frage, ob wir da jetzt super tief reingehen wollen.
im Falle dessen, dass wir das nicht tun wollen, hier eine kurze Auflistung, was in diesem Cloud so alles los ist. In dem Falle jetzt hier haben wir eben eine Microservice-Architektur. Das heißt nur, dass man logisch zusammengehörende kleine Softwareblöcke in einzelne kleine Container auslagert, also in einzelne kleine einzeln laufende Systeme, die dann eben auf so einem großen Servercluster verteilt und skaliert werden können. Das Ganze passiert hier mit Kubernetes, was die Grundlage ist für überhaupt das ganze Thema hier heute, was eigentlich nichts anderes ist als eine standardisierte Software-Library oder ein System, was es einem ermöglicht, diese Server zu managen und vor allem das Deployment der Software auf diesen Servern zu managen. Was da die Vorteile sind, sehen wir dann gleich auf der nächsten Slide. Und das allerletzte, was dann immer das Spannende und Wichtige ist, weswegen man größtenteils in die Cloud zieht und was wahrscheinlich auch für die, die heute hier zuhören, das Interessanteste ist, ist dann das Autoscaling, wie man diese kleinen einzelnen Softwareteilchen mehrfach replizieren kann, falls da eben die Anfrage an diesen Service zu hoch wird, um dann immer noch den Service zur Verfügung stellen zu können, obwohl bei einem normalen Server oder bei nur einem Server eben dann schon eine Überlastung eintreten würde. Das handelt dann das Autoscaling. Warum dieses Kubernetes? Also für mich gibt es da drei feste Gründe. Das ist natürlich je nachdem, für was man das benutzt, dann immer auch ein bisschen anders. Aber für mich ist so einer der wichtigsten Themen, dass man die Möglichkeit hat, deklarativ seine Struktur, seine Software ausrollen zu können. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich möchte von einem bestimmten Softwareblock, der so und so verbunden ist, der so und so erreichbar sein soll von diesen und jenen Systembestandteilen, möchte ich 3 Stück haben. Wenn ich davon 4 haben will, dann habe ich eine Datei, in der ich eine 3 zu einer 4 ändere und Kubernetes übernimmt alles, was passieren muss, damit nur noch 3 statt 4 auf dem Server laufen oder andersrum, fährt Sachen runter, verschiebt die auf andere Server-Nodes und so weiter und so fort. Das ist der große, große Vorteil. Ich kann diese Dateien, das sind einfache Textdateien, ich kann die in eine Versionskontrolle legen, einfach irgendwo hochladen, runterladen, editieren und dann einfach nur in dieses Cluster schmeißen und Kubernetes weiß genau, was zu tun ist. Diese Standardisierung, die dafür sorgt, dass das möglich ist, ist auch ein großer Bestandteil dessen, was ganz am Ende von der Präsentation kommen wird. Und zwar, dass wir hier ein System haben, was mehr oder weniger standardisiert ist. Das heißt, das ist relativ ähnlich auf verschiedenen Cloud-Plattformen. Also ein Bewegen der kompletten Infrastruktur oder Teile davon auf andere Service-Anbieter ist durchaus möglich, falls das einmal sein sollte. Das heißt, man spart sich so ein bisschen diese grapschigen Fingern von verschiedenen Cloud-Providern, die einen versuchen, so tief wie es nur geht, in die ganze Misere reinzuziehen, bis man nicht mehr rauskommt. Und das allerletzte ist, was für mich jetzt als Einzelentwickler in diesem ganzen Bereich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, wenn es Kubernetes nicht kann oder Kubernetes nicht dafür sorgt, dass es einfach ist, ist es wahrscheinlich eine schlechte Idee, es überhaupt zu machen. Falls man eben irgendwie auf so ein Problem stößt, sollte man wahrscheinlich eher seine Softwarearchitektur nochmal überdenken, als jetzt zu denken, Kubernetes kann das nicht, was bei anderen Orchestratorensystemen meistens dann doch der Fall ist, dass es einfach wirklich nicht möglich ist, aber eine gute Idee wäre. Wenn es Kubernetes nicht kann, wenn es dafür keine richtige Lösung gibt, dann war es wahrscheinlich eine doofe Idee. Und man sollte nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so zu machen ist. Jetzt natürlich die große Frage und das, was wahrscheinlich im Raum steht. Kubernetes ist aber ja dieses riesige Schlachtschiff und ein bisschen arg kompliziert muss das denn sein. Ja, da stimme ich allen zu. Wenn wir ein Kubernetes-Cluster aufziehen wollen, einfach vom Boden aus, dann haben wir natürlich einen Haufen einzelne Rechner, die wir einzeln managen müssen. Darauf müssen wir jetzt, um es einfach zu halten, einen Haufen komisches Zeug deployen, uns um einen Haufen komische Sachen kümmern, um teilweise ja sogar das Linux, was drauf läuft, die einzelnen Rechner am Laufen und in dem Cluster zu halten und so weiter und so fort. Und obendrauf kommt dann auch noch Kubernetes. Das heißt, Kubernetes ist wirklich das kleinste Problem an einem Servercluster. Das ist wirklich dann nur noch für die Operations-Abteilung das Ding, wo man dafür sorgt, dass dann Software online kommt. Das Problem ist eigentlich viel, viel größer, wenn wir wirklich selbst einen Servercluster aufbauen wollen. Das heißt, sich nur in Kubernetes einarbeiten zu müssen, ist schon schlimm genug, beziehungsweise ist eigentlich der einfache Teil des Ganzen. Und um das möglich zu machen, hat Google sich überlegt, wir machen so ein Autopilot-Cluster, wo wir all das, was wir hier gerade gesehen haben, was nicht Kubernetes ist, einfach wegabstrahieren. Das heißt, es gibt hier wirklich nur noch die Möglichkeit, eigentlich per Kubernetes Befehle zu senden und der Rest wird automatisiert abgearbeitet. Wir haben dadurch viele Sachen, die wegfallen und dadurch große Vorteile. Wir haben keine Nodes mehr, also das Konzept von Nodes in einem Kubernetes-Cluster, also einzelne Server, fällt komplett weg. Das gibt es gar nicht mehr, das können wir einfach aus unserem Kopf streichen, dass auf verschiedenen Servern
5 einzelne kleine Softwarestückchen stehen und 8 draufpassen oder so, kann uns komplett egal sein. Wir schmeißen die einfach rein. Das ist für uns ein großes Rechenmaschinengerät, in dem wir unsere Sachen schmeißen können. Und das ist unendlich groß, falls wir denn, also es ist nicht unendlich groß, es ist so groß, wie unsere Brieftasche ist, aber das kann je nach Firma unendlich groß sein. Dann haben wir als nächstes den großen, großen Vorteil, dass Google auf uns aufpasst. Ähnlich wie bei Angular bekommen wir hier was an die Hand, in dem wir uns bewegen können, ein Feld, in dem wir uns bewegen können. Und alles, wo wir große Sachen kaputt machen können und mit bösen, bösen Autschi am Ende unsere Software kaputt geht, das wird einfach von Google schon direkt geblockt. Das heißt, es gibt Namespaces, in denen wir gar nicht erst rumfingern dürfen, was jetzt für viele wahrscheinlich einschränkend klingt. Aber wie gesagt, wenn man einzeln unterwegs ist und am besten vermeiden möchte, dass die Software für 2-3 Tage down ist, indem man keine Zeit hat, sich jetzt da irgendwie noch groß drum zu kümmern, das wieder online zu bringen, dann sollte das am besten einfach gar nicht passieren. Und wenn man nicht super tief in der Materie drin ist, dann sollte man an den Ecken sowieso nicht rumfummeln und dementsprechend gut, dass Google da direkt sagt, nö, Finger raus. Das letzte ist dann Skalieren und das ist ja das große Thema. Und wenn man eben verschiedene einzelne Nodes managt, haben wir gerade eben schon gesehen, wie viele Tools da drumherum stecken, die größtenteils eigentlich nur dafür da sind, rauszufinden, wie überlastet ist eine Node, also ein einzelner Server. Brauchen wir neue? Wenn ja, wo kriegen wir neue her? Was müssen wir auf den neuen alles an Software ausspielen, damit die in das Cluster mit eingenommen werden kann, ins Cluster reinnehmen, neue Softwarepakete drauf deployen? Das Einzige, was wir eigentlich machen wollen, ist ja nur, dass diese Softwarepakete nochmal ausgerollt werden. Und das ist auch wirklich alles, was wir bei Kubernetes Autopilot Cluster machen müssen, weil dieses ganze Node-Ding, also alles, was ich vorher genannt hatte, fällt alles weg. Wir müssen wirklich nur noch sagen, wir wollen jetzt 5 von diesen Dingern haben, weil 4 sind zu 80% überlastet. Das heißt, wir bringen eins dazu und Google kümmert sich darum, dass es irgendwo CPUs gibt, auf denen das dann halt eben alles weggerechnet wird. Wo die herkommen, wie die zusammenhängen, es kann uns egal sein. Und das ist eins der großen Vorteile. Ich habe hier aber nochmal mit sehr viel Weißraum und sehr schön organisiert hier eine Pro-Liste gemacht. Größtenteils eigentlich nur, damit wir dann gleich im Vergleich zur Kontraliste sehen, dass das einige Vorteile mit sich bringt. Die können wir jetzt der Reihe nach durchgehen. Die Grundlage ist aber wirklich eigentlich, dass diese Nodes wegfallen, dass wir zum Skalieren nur noch sagen müssen, wann möchten wir das einzelne Pod skalieren. Die skalieren dann von alleine. Und wohin die skalieren, das ist uns egal. Und wir haben dadurch im Grunde den Vorteil von Google Cloud Run, falls das irgendwem was sagt, was ja so ein Tool ist, wo man einfach Container reinschmeißen kann und die skalieren eben je nachdem, wie viel Anfragen ankommen. Und genau das können wir hier machen, nur dass wir hier dafür Kubernetes nutzen dürfen und wir dadurch den großen Vorteil haben, ein paar mehr Sachen machen zu können, aber vor allem das Ding auch dann umziehen zu können und sind nicht an eben dieses Cloud Run Feature gezwungen, dass wir das benutzen können und unsere Infrastruktur darauf aufbaut, dass Cloud Run vorhanden ist. Und wenn wir zu einem Cloud-Anbieter wechseln wollen, der eben sowas nicht zur Verfügung stellt, dass wir dann ein Problem haben, sondern wir können zu allen Cloud-Anbietern wechseln, die eben Kubernetes anbieten, was so ziemlich die meisten sind. Und im Zweifelsfall, was natürlich auch möglich ist, Kubernetes ist jetzt nichts, was einen in die Cloud zwingt. Das kann natürlich auch lokal ausgeführt werden, was bei Cloud Run definitiv nicht möglich ist. Genau, Google übernimmt sehr, sehr, sehr viele Sachen, wo man eben dumme Fehler machen kann. So auch die ganze Aktualisierung, dass das alles abgeriegelt ist, geschlossen ist. Wir haben von Google zur Verfügung gestellte Load Balancer. Wir haben dann einen Zertifikatmanager. Das heißt, Google sorgt dafür, dass unsere Verschlüsselungszertifikate immer aktuell und sicher sind. Da können wir auch nichts versauen. Das sind so die großen, großen Vorteile. Können wir aber später nochmal genauer drauf zukommen. Und dann gibt es ein paar Nachteile natürlich, wie mit allem. Und da ist jetzt die Frage, was davon für einen eben schwerer wiegt oder nicht. In dem Fall ist es so, dass wir eben nur die Google Cloud Load Balancer benutzen können, was mit bestimmten Vorteilen kommt, aber kann für manche natürlich auch ein Nachteil sein, wenn sie unbedingt einen eigenen Nginx Controller oder sowas online haben möchten. Wir haben hier, wie aber auch bei vielen anderen Sachen, keine Möglichkeit, Read-Write-Many-Volumen anzufordern. Und es ist auch dadurch, dass eben bestimmte Systemteile abgegrenzt sind und wir nicht wirklich Nodes haben, auf denen wir dann tatsächlich auf die Festplatten und so zugreifen können, sind auch alle anderen Umwege, wie man das noch zur Verfügung stellen kann, sehr, sehr, sehr begrenzt. Also wenn das gebraucht wird, dann ist es momentan noch schwierig, mit einem Autopilot-Cluster zu fahren.
Und das Letzte, was für mich ein großer Punkt war und weswegen wir auch gleich sehen werden, dass ich das Projekt zwar auf Google Cloud Autopilot Cluster ausgerollt habe und dann eine Zeit lang habe laufen lassen, um schnell iterieren zu können, um schnell was online zu bringen, aber mittlerweile bei einem anderen Cloud-Anbieter bin, weil das unfassbar teuer ist momentan noch. Das ist zwar so ein Muster, was man kennt von Google, dass die neuen Produkte immer erstmal ziemlich teuer sind und es ist auch sehr subjektiv, weil in meinem Fall muss ich ja niemanden dafür bezahlen, diese ganze Operations-Geschichte zu machen, das auf einem nicht ganz so automatisierten Cluster auszufahren. Wenn man sich das Gehalt sparen kann, ist es wahrscheinlich auch nicht mehr teuer, sondern wahrscheinlich sogar eher günstiger. Also das ist so ein bisschen Abwägungssache. Auch wenn man groß das Ganze aufzieht und IT-Security-Kosten hat, die werden dadurch natürlich auch massiv reduziert. Also das ist eine sehr subjektive Sache, da muss jeder die Rechnung für sich selber machen. Wofür ist jetzt aber meiner Meinung das am besten geeignet? Also ich denke, es ist sehr, sehr gut für kleine Teams mit großen Zielen, kleinem Budget beziehungsweise einem kleinen Zeitrahmen, weil es wirklich schnell geht, dort Sachen auszurollen. Man ist sehr schnell an einem produktiven Cluster. Man entwickelt aber nicht erstmal an der Idee, das mal selber zu hosten, irgendwie vorbei, indem man Cloud Native entwickelt oder sowas und dann am Ende die Software im Grunde nochmal neu schreiben muss, wenn man das System wechseln möchte. Das ist ein großer Vorteil, den ich da sehe, dass man wirklich dieses Schnelle, dieses Agile, was die Cloud eben mitbringt, was so eine Cloud-Native-Entwicklung mitbringt, dass man das zu Anteilen zumindest hat. Es ist nicht ganz so schön, wie wenn man jetzt mit Fireshift und AppScript und was weiß ich irgendwie mit halben Low- oder No-Code-Entwicklungstools sowas schnell zusammenzimmert. So easy ist es natürlich nicht, aber wenn man ernsthafte Software programmieren will, die man danach auch selber managen möchte, das aber jetzt momentan noch nicht leisten kann, weil man das Produkt erstmal schnell am Markt testen möchte, durchiterieren, bis man den Punkt hat, den man eben als ideal sieht und den dann umzieht auf ein eigenes System. Das ist so, denke ich, der Weg, wie man mit diesem Software, wie man mit der Lösung hier am besten fährt. Und man hat eben super, super schnell diese Skalierungsmöglichkeit. Das heißt, man hat sehr schnell ein System online, was auch in der Lage ist, dann, wenn das Produkt tatsächlich am Markt ankommt, auch mit zu skalieren und noch eine ganze Weile mitgetragen werden zu können. Und man kann sogar entscheiden zu sagen, man wechselt nie daraus, wenn das für einen Kosteneffizienz oder Fachkräftemangel technisch eine bessere Idee ist, zu sagen, wir machen da gar nichts selbst, wir lassen das alles bei Google. Jetzt war für mich natürlich das Ding und was ich als ganz nettes Beispiel eben hier einmal mitbringen wollte, dass die Kosten ein bisschen arg hoch waren für mich jetzt als Einzelperson, die sich mit dem ganzen Kram auskennt, die das alles aufsetzen kann, dass sich das für mich in der Rechnung eben nicht ergeben hat, zu sagen, okay, dann gehe ich mit dem teuren Kubernetes Autopilot-Cluster, sondern ich habe gesagt, ich ziehe das Ding um, ich mache es selber. Und das ist halt durchaus möglich. Wenn man merkt, da passt was nicht, das gefällt mir nicht, hat man diese deklarative Kubernetes-Beschreibung, wie seine Software ausgerollt werden soll. Und mit minimalen Anpassungen ist das übertragbar in andere Systeme. Natürlich, wenn ich jetzt rausgehe aus diesem Luxus, ein Autopilot-Cluster zu haben, dann wird es natürlich ein bisschen eklig, wenn es dann um Dinge geht wie ein Ingress-Controller, Zertifikatmanager, Volumenmanager, all diese Sachen, die eben das Autopilot-Cluster für einen wegabstrahiert hat, die muss man dann natürlich selber übernehmen, das ist klar. Aber abseits dessen ist zumindest der ganze Deployment-Kram und so weiter, das ist alles übertragbar. Das Beispiel, mit dem ich gehen möchte, ist eben diese Visual Products Seite, wo ich genau das gemacht habe. Ich bin hergegangen, ich habe das System entwickelt für die Google Autopilot Cluster, habe eine Struktur gebaut, warte, wo haben wir es? Hier. Habe eine Struktur gebaut, erstmal nur mit Cloud, also wirklich alles Cloud-Native entwickelt, alle Cloud-Feature, Produkte, für die man Geld zahlen kann, die man nutzen kann, reingeklatscht, Architektur gebaut, mir angeschaut und gesagt, okay, gibt es Sinn, sich so tief in das Ökosystem von der Google Cloud reinzwängen zu müssen, ist das für mich so viel schneller, so viel effizienter und vor allem ist das dauerhaft noch kostentechnisch tragbar, dass ich jetzt sage, ich entwickle das alles pure Google Cloud und mache mir gar keine Gedanken darum, ob das irgendwie transferierbar ist auf andere Systeme. Ist die Frage, ist natürlich eine durchaus valide Antwort auf diese Frage, ob man sagt, ich möchte das so entwickeln. Für mich war es das nicht. Das heißt, ich habe gesagt, ich möchte es im Kubernetes-Cluster haben, bin dann hergegangen, habe diese Architektur so aufgebaut, wie als würde ich selber in einem eigenen Kubernetes-Cluster aufbauen, habe die Software so geschrieben, habe das alles so entwickelt und dann aber das Deployment vorgenommen eben auf ein Autopilot-Cluster. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, dass ich halt so in der Woche oder sowas von, ich habe das Ganze in Demo zu, ich habe das Ganze produktiv laufen mit, ich kann an Kunden rausgehen hatte. Und das wäre natürlich mit einem eigenen Kubernetes-Cluster so sehr, sehr, sehr schwer nur möglich gewesen. Vor allem dann noch das Autoscaling reinzubekommen.
Und das ist das, wo ich eben diesen großen Vorteil sehe, dass man jetzt als kleines Team sagen kann, wir haben das Ding in der Woche online, wir können das testen, wir können Keys und Schlüssel rausgeben an irgendwelche Leute, die das testen sollen für uns, an Demokunden, an die ersten richtigen Kunden. Wir können mit denen sogar noch ein bisschen skalieren. Wir können mit denen schon mal Umsatz machen und so weiter und so fort, bis zu einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir müssten dann doch woanders hin. Und das ist dann durchaus eben mit Kubernetes möglich, weil man diese Grundlage direkt am Anfang schon geschaffen hat. Und nicht erst eben in einem Cloud-Native-Ansatz war, dann sagt, okay, wir müssen jetzt eine Cloud-Consultancy irgendwie anrufen und denen eine 250.000 hinschmeißen, damit die das System nochmal komplett neu bauen, nur für eben ein transferierbares Kubernetes-Cluster. Das kann man sich sparen, das hat man dann eben schon mitgemacht. Und im Falle des Geldes ist dann eben auch die Frage, wie macht man dieses Skalieren? Und bei mir war dann die Lösung am Ende zu sagen, ich möchte das Kernsystem eigentlich, und das finde ich immer noch einen guten Gedanken, zu sagen, bei so Software wie jetzt eben ein Cloud-Renderer, wie es Visual Products ist, was ja sehr, sehr, sehr rechenintensiv ist für bestimmte Prozesse. Und wenn jetzt 5 Sachen gleichzeitig gerendert werden, die Last extrem hoch ist, wenn nichts gerendert wird, sehr, sehr, sehr gering, nur für den Idle-Stand des Systems, dass man sagt, man nimmt dieses Kernsystem, schiebt das in den Google Autopilot Cluster, weil man da die Möglichkeit hat, das easy zu kontrollieren, da ist alles sicher, da kann man wenig falsch machen, das heißt, die ganze Business-Logik von wegen Abrechnung, User-Daten-Management, Login, diese ganzen Geschichten, dass man das alles in den Kubernetes Cluster auf Google Cloud schiebt, Autopilot Cluster, mit der Möglichkeit, das später noch woanders hinzuziehen, aber dann so die rechenintensiven Sachen, wie in dem Fall hier, gekoppelt durch zum Beispiel so eine Standardschnittstelle wie hier jetzt zum Beispiel eine RabbitMQ, was im Grunde nur so ein Broadcasting-PubSub-Queue-System ist, dass wir das so verbinden, dass wir 2 Cluster haben, eins, was auf kostengünstigen Bare-Metal-Servern, jetzt in dem Fall sind diese Render-Engines, die hier dargestellt sind, sogar einfach nur Docker-Container, die einfach roh irgendwo auf irgendwelchen Servern liegen, gar nicht geclustert oder sowas, die kann ich dann einfach zuschalten zu dem System, das sicher gut geregelt, abgeschottet in diesem Google Cloud-System liegt, dort sehr, sehr viel wegautomatisiert wird, ich mir um die wichtigen Sachen wie Userdaten und so weiter keine großen Sorgen machen muss. Wenn so eine Render-Node abschmiert, dann ist das halt schade. Aber das macht nichts kaputt, dann geht der Job einfach wieder zurück in die Queue und der nächste übernimmt es. Das heißt, das war jetzt so die Lösung für mich, mit der ich am Ende gegangen bin, die für mich am besten funktioniert, diese Kombination. Kernsystem, was wichtig ist und relevant, dass es immer online ist, in einem Google Autopilot Cluster die Vorteile mitnehmen und alles, was rechenintensiv ist und unfassbar teuer geworden wäre, dort auch drin laufen zu lassen, das kommt irgendwo anders hin, wo es günstiger ist. Ich weiß nicht, ob das für andere eine Lösung ist, aber ich denke, für mich ist das die beste Lösung gewesen. Im Zuge dessen, ich weiß nicht, ob es Eigenwerbung ist, weil es eigentlich verschenkt ist, aber im Zuge dessen, diese Microservice-Architektur aufzuziehen, habe ich auch ein kleines eigenes Tool gebaut für Node.js Microservices mit allem drum und dran, Deployment, Debugging, Testing, CI-Pipelines und auch Kubernetes-Files, die genommen werden können, um das in einem Autopilot-Cluster zu deployen. Das heißt, wer da Interesse hat, kann bei NPM einfach mal nachschauen oder hier diesen QR-Code benutzen, kann sich das runterladen, ist kostenlos, Open Source, auch gerne was mit dazu beitragen, wenn ihr möchtet. Und kann dann super schnell eben genau diese gleiche Microservice-Architektur aufbauen mit den gleichen Tools, wie ich es auch benutzt habe. Genau, damit wären wir schon am Ende. Und ich würde sagen, das Interessanteste ist ja, eure Projekte kennenzulernen und zu verstehen, was ihr vielleicht mit einem Google Autopilot Cluster machen würdet und ob das eine Idee für euch ist. Und vielleicht kann ich da ein bisschen was an Erfahrung mit beitragen und da ein paar gute Hinweise geben. Dementsprechend würde ich jetzt direkt übergehen in die Q&A-Session und alle Fragen annehmen, die so aufgekommen sind. Genau, vielen Dank zurück. Vielen Dank und herzlich willkommen zurück bei uns im Studio. Genau, wie Kilian gesagt hat, gerne im Chat melden mit euren eigenen Projekten. Was mich interessieren würde, wie hast du denn selbst den Einstieg in das Thema gefunden und was würdest du Personen empfehlen, die sich jetzt das erste Mal damit auseinandersetzen wollen? Generell das Thema Software-as-a-Service-Entwicklung oder jetzt konkret diese Cloud-Deployment? GCP Autopilot, genau. Ach so, genau. Also das Thema an sich ist ja, wenn man jetzt wie ich aus dem Background kommt, dass man schon mehrere Cloud-Projekte aufgezogen hat, dann ist es relativ einfach, da reinzukommen, weil es wirklich nur bestimmte Sachen eben rausnimmt aus der Rechnung und ein paar Sachen abstrahiert.
und im Grunde eigentlich nur lästige Arbeit abnimmt. Das heißt, wenn man aus der Richtung kommt, ist es, denke ich, relativ einfach, da reinzukommen, sich ein bisschen halt die Dokumentation durchzulesen, was so möglich ist und was nicht, um jetzt nicht auf die Füße zu fallen, weil man merkt, dieses eine Feature hätte ich dringend gebraucht, das ist bei Google Autopilot Cluster noch nicht drin, wie beispielsweise diese Read-Write-Many-Volumen. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm, wenn man darauf einen Großteil seiner Logik aufgebaut hat und die dann einfach nicht verfügbar sind. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber ansonsten ist es einfach ein ganz normales Kubernetes-Cluster, was für einen bestimmte Sachen übernimmt, die einfach lästig und nervig sind, viel wegautomatisiert. Und dementsprechend würde ich jedem vorschlagen, das einfach mal auszuprobieren. Google gibt einem auch für ein Kubernetes-Cluster, falls man das testweise mal aufziehen möchte, zumindest mal die Managementkosten umsonst. Das wären, glaube ich, irgendwie $50 oder sowas im Monat. Die kriegt man fürs Erste umsonst. Das heißt, man kann ja einfach mal eins aus Spaß aufziehen. Wenn man dann irgendwie 2, 3 Pods drauf deployt oder so, das sind dann irgendwie $2 pro Stück oder so. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Das heißt, einfach zum Austesten kann man da, denke ich, einfach mal was hochziehen und ausprobieren. Und wenn das dann interessant ist, um damit eigene Software zu skalieren, kann man das ja machen, denke ich. Kannst du für dich so ein bisschen quantifizieren, wie viel Zeitersparung es das für dich erbracht hat? Kannst du das irgendwie so ein bisschen greifbar machen? Also ich denke, die Zeitersparung an sich ist schon mal signifikant auf jeden Fall für Leute, die sich eben, die nicht aus einem Hintergrund kommen, wo sie das alles auch selber hätten aufziehen können, sondern wirklich die Möglichkeit haben, relativ schnell reinzukommen und das zu verstehen und sofort eben was zu haben, was skaliert, ohne diese ganzen Steine, die einem da in den Weg gelegt werden, wenn man das eben auf anderen Plattformen macht, wo man dann merkt, ah, hier ist die Wand und dann kommt die nächste Wand, gegen die man rennt. Wenn man da weiß, wie viele Wände da kommen und wie man da durchkommt, ist es auch auf anderen Plattformen machbar. Aber ich denke, für so Leute ist es eine massive Zeitersparnis. Vor allem denke ich aber, das ist wirklich, die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht, aber wenn lang wirklich groß skaliert ein Projekt läuft in Produktion auf ein Google Cloud Autopilot Cluster, ist, glaube ich, das Management und das IT-Risiko, das man hat und auch das Risiko, zu große technische Schuld aufzubauen durch Sachen, die man mal schnell irgendwie hinfriemelt. Ich glaube, das kann einem wirklich viel, viel, viel Nerven sparen, vor allem, wenn die Frustrationsgrenze nicht so sonderlich hoch ist, ist das, glaube ich, sehr hilfreich zu sagen, dann überlasse ich das einfach Google. Die wissen schon, was sie machen und ich weiß nicht, ob irgendwer von uns in der Lage ist, sich über Google zu erheben und zu sagen, nee, ich weiß es besser. Ich bezweifle es. Dementsprechend denke ich, kann man damit sehr gut gehen, falls man bei manchen Sachen eben entweder keine Lust, keine Zeit oder kein Budget hat, sich damit noch umzuschlagen. Das heißt für dich so einen Schritt, den du auf jeden Fall immer wieder gehen würdest, um auch neue Produkte rauszubringen, dann... Genau, also für mich wäre das wirklich so die Pipeline. Wenn ich sage, ich habe eine Idee für ein neues Softwareprodukt oder ich kriege einen Auftrag rein, würde ich das auf jeden Fall erstmal auf einem Google Cloud Autopilot Cluster ausrollen, zumindest mal die Demo-Stage, um da alles zu testen, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wenn ich jetzt Last drauf gebe, das Cluster überhaupt, also die Software, die ich selber entwickelt habe, in dem Cluster überhaupt reagiert. Und dann kann man immer noch rübergehen und das irgendwo anders deployen, falls es dann am Ende der Tage irgendwie im Balance Sheet am Ende unten rot wird und man darüber das vielleicht an grün wiederbekommen würde. Das ist dann die andere Sache. Aber ich denke wirklich für den Anfang, für so dieses iterative Aufbauen von einem neuen Produkt gibt es meiner Meinung nach momentan am Markt keinen besseren Weg. Außer man möchte sagen, mir ist es komplett egal, dann geht man mit Fireship und AppSheet oder wie auch immer und entwickelt die Dinge wirklich komplett in die Cloud rein, dann kommt man aber halt auch nicht wieder raus. Das muss man abwägen für sich. Und du hast so ein Statement gebracht, wenn es Kubernetes nicht kann, dann ist es vermutlich einfach auch eine doofe Idee. Das hat bei uns so ein bisschen für Nachfragen noch gesorgt. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, wie du das meinst? Ja, also sehr gerne. Das ist natürlich so ein Statement, das polarisiert natürlich, glaube ich, auch. Ja, genau. Also was ich damit meine, ist Angular zum Beispiel ist ja auch ein Framework für Frontend-Entwicklung, wo man sich im Gegensatz zu so Sachen wie React.js und so oft anhören muss, dass das ja nicht flexibel ist und so weiter, weil man in so ein Korsett gezwungen wird. Aber dieses Korsett ist halt eben Best Practice, die Google einem hingelegt hat. Und warum sollte ich die jetzt als Einzelperson nicht mitnehmen? Wenn man jetzt natürlich ein Operations-Team hat, was super, super tief in Kubernetes drin ist und irgendwie einzelne eigene Kubernetes Softwarestückchen sogar selber schreiben kann und da Custom Needs irgendwie abdecken und so weiter und so fort, ist das, glaube ich, eine andere Geschichte. Aber jetzt für mich selbst oder für kleine Startups, für kleinere Teams und so weiter, ist es, glaube ich, immer gesund zu sagen,
Es gibt so ein Framework, es gibt Best Practice von der Industrie, die ist in diesem Framework Kubernetes eben einfach in Software gegossen. Warum nicht dran halten? Wenn ich jetzt ein Problem habe, das funktioniert hier nicht, ich brauche privileged Container dafür, das ist einfach eine schlechte Idee, dann hat man irgendwas falsch gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Oder wenn man merkt, die Sachen skalieren nicht von alleine getrennt voneinander, dann hat man wahrscheinlich nicht darauf geachtet, dass die Dinger stateless sind. Solche Geschichten. Und die kann man natürlich umgehen durch Sachen, die eben in dem Framework nicht vorgesehen sind, ist dann aber wahrscheinlich einfach softwarearchitektonisch falsch geplant gewesen. So war es zumindest meine Erfahrung, dass das oft bei mir so passiert ist. Natürlich gibt es einzelne Sachen, die man wahrscheinlich irgendwie noch rummogeln kann, und es gibt wahrscheinlich vom Use Case so oder so dann auch manchmal Sinn. Aber prinzipiell ist das, glaube ich, ein ganz gutes Mindset, einfach zu sagen, so wenn ich ein Framework habe, ich gehe mit dem Framework, ich habe gesagt, ich gehe mit Kubernetes, dann auch alles an Best Practice mitnehmen, was da drin steckt, und nicht versuchen, sich da irgendwie sein eigenes Süppchen zu kochen. Vielen Dank für deine Einschätzung dazu. Eine Frage aus dem Chat noch, die lautet: Autopilot ist ja noch relativ neu. Was mache ich, wenn ich was brauche wie Binary Authorization, was Autopilot GKE nicht bietet? Hast du da andere Ansätze für? Ja, das meine ich, genau. Das ist dann entweder die Möglichkeit zu sagen, man nimmt ein Core-System, das mit den Einschränkungen vom Autopilot-Cluster gut klarkommt, setzt das dort rein und sorgt dann für irgendeine Kommunikationsschnittstelle zu einem anderen Software-Teil, der bestimmte Umgebungen halt eben braucht, um funktionieren zu können. Das kann dann irgendwie isolierte Altsoftware sein, Altsysteme, die man nicht mehr anfassen will, die in irgendwelchen VMs liegen oder so. Dann lässt man die halt einfach da, baut eine Schnittstelle und lässt die miteinander kommunizieren, falls das eine Möglichkeit ist. Anders würde ich einfach sagen, es ist ein junges Produkt. Man geht damit ein gewisses Risiko ein, dass Sachen nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Dann geht man mit der normalen Google Kubernetes Engine, würde ich sagen, die existiert ja auch noch. Dann muss man sich halt ein bisschen mit den Nodes rumschlagen. Aber so weit weg ist sie ja zum Glück auch nicht. Und da hätte man dann ja natürlich die Möglichkeit, da so tief im Cluster noch selbst Sachen zu ändern und vorzunehmen, falls man da an Grenzen wirklich stößt. Ja, kleiner Shoutout an der Stelle auch an unseren Kollegen Kevin, ehemaligen Kollegen, müssen wir leider ja sagen, der mittlerweile im Kubernetes-Team bei Google ist. Und insofern haben wir da auch von der GDG Wiesbaden zum Glück, also Google Developer Group, hier einen direkten Draht sozusagen in Richtung des Kubernetes-Teams. Und Kilian, vielen, vielen Dank für deine Beiträge. Ich würde sagen, wir sind dabei, die GDG auch für 2022 wieder zu planen. Und da werden wir auch nochmal neue Formate natürlich auch aufsetzen im neuen Jahr zusammen mit dem Volker, der hier auch GDG-Lead in Wiesbaden ist, und freuen uns dann hoffentlich aber auch in unserem neuen Office ein GDG-Treffen auch wieder physisch machen zu können. Da würden wir uns auf jeden Fall auch freuen, wenn du da mal wieder mit aufstattest. Ja, da bin ich sehr gerne dabei. Ja, super, perfekt. Ganz lieben Dank dir. Und sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dich bald wiederzusehen. Ich mich auch. Dann vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Falls noch irgendwelche Fragen sind, irgendwelche Themen, Projekte, Ideen und Dinge, die besprochen werden sollen, Kontaktdaten sind ja da. Einfach jederzeit melden. Genau, super, und wir haben ja auch das kollaborative Dokument, wo auch ein bisschen mitgeschrieben wird zu den einzelnen Talks. Und da können wir natürlich auch noch Kontaktdaten zu dir hinterlegen, dass man da auch nochmal mit dir direkt in den Austausch kommen kann. Ne? Gut. Ja, Emily, jetzt haben wir viele, viele Talks gehabt über die letzten 2 Tage und kommen jetzt so langsam ein Stück weit zum Ende. Ne? Genau.